Was geht, Freunde? Es ist ein bisschen still geworden um Warzone 2. Und das nicht nur, weil das Season 2 Reloaded Update nicht so eingeschlagen ist, wie sich die meisten Leute das wahrscheinlich gewünscht hätten, sondern einfach, weil Warzone 2 an sich von den Entwicklern nicht so gepusht wird, wie es gepusht werden sollte. Die Server sind immer noch super instabil, es kommt Dev-Error nach Dev-Error nach Dev-Error und viele weitere Themen, die ihr wahrscheinlich selber am besten benennen könnt, die einfach nur abfacken und die irgendwie gar nicht so wirklich gepatcht werden, beziehungsweise wenn sie gepatcht werden, dann werden sie irgendwie schlechter oder bleiben genau gleich. Und anstatt es dann vernünftig gemacht wird, selbst wenn es mal gepatcht wird, bekommen wir dann am Ende irgendwie nur ein Ingame-Event, wo es auf einmal One-Shot-Sniper gibt, die einen töten, egal wo man getroffen wird. Nice. Also habe ich mich, wie wahrscheinlich auch viele andere, in letzter Zeit mal einfach anderen Games gewidmet, manchen, die ich früher schon gezockt habe oder andere, die ich gerade erst neu gefunden habe. Und das heißt, heute gibt es mal ein etwas anderes Video von mir. Nicht nur, dass ihr mich auf einmal seht, sondern dass es auch jetzt Empfehlungen für Games bzw. Alternativen für Warzone 2 geben wird. Das ist jetzt vielleicht nicht der neue Battle Royale und quasi 1:1 Warzone oder Call of Duty. Natürlich nicht, weil sonst würden wir das wahrscheinlich alle zocken. Sondern es geht vielmehr darum, dass der Gaming-Markt gerade ja eigentlich ziemlich tot aussieht in 2023. Weshalb ich euch heute zeige, warum das eigentlich gar nicht der Fall ist und wie ihr vielleicht in 2023 doch nochmal richtig geile Games zocken könnt. Bleibt also dran und seid gespannt, was die Gaming-Welt in 2023 noch so verändern könnte. Ein kleiner Reminder vorher noch. Warzone 2 soll ja auch in Season 3 noch einen Ranked-Modus bekommen, was Activision und Raven ja in so einem Tweet schon mal geleakt hatten. Das heißt, es gibt dort auch nochmal die Chance, weg vom Casual-Gaming und hin zum Competitive zu kommen, zumindest für manche Spieler, die darauf Bock haben. Und das ist auch so ein bisschen die allerletzte Chance und ich weiß, ich habe auch das schon echt oft gesagt, aber es ist wirklich die letzte Chance, die dem Game von den Spielern gegeben wird. Das heißt, einmal können sie eigentlich noch was versuchen und ich habe schon so oft in den Kommentaren oder auch von den Kumpels gehört, Warzone ist tot, hier und da, ich habe selbst schon ein Video gemacht, ihr wisst es wahrscheinlich auch schon, also wenn jetzt nicht Ranked einschlägt in Season 3 und ich bin ganz ehrlich, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dann sieht es schlecht im Warzone aus. Jetzt haben halt viele auch immer gesagt, es gibt keine Konkurrenz, ich habe das auch selber schon erwähnt und das war auch lange Zeit so, aber es gibt jetzt zwei Games, die wirklich große Genres abdecken und die jetzt in 2023 dicke Updates kommen und daher gibt es jetzt auch direkt die erste Alternative vor euch und zwar Counter-Strike. Das geht natürlich vor allem erstmal an die PC-Spieler. Und ja, es ist auch das Game, was vor 10 Jahren oder vor über 10 Jahren released wurde. Aber es hatte jetzt gerade, ich weiß gar nicht, ob das viele mitbekommen haben, im Februar erst den All-Time-Peak an Spielern. Also stellt euch vor, das Spiel ist 11 Jahre draußen und es gab eigentlich gar kein krasses Event im Februar und es hatte trotzdem den All-Time-Player-Peak. Und dazu kommt auch noch, dass jetzt auch nach diesen 11 Jahren in 2023 oder beziehungsweise wirklich in den nächsten Wochen wahrscheinlich Counter-Strike Source 2 rauskommt. Also nicht der Nachgänger von Counter-Strike Source, sondern vielmehr die Engine wird von Source 1 auf Source 2 geupgradet. Damit erhält das Game dann eine komplett neue Grundstruktur und die Möglichkeit für übelst viel Content und geilen Scheiß, gute Server und einfach ein komplettes Game-Update. Das heißt nicht, dass wir jetzt mit Warzone-Grafik oder COD-Grafik in Counter-Strike reingehen. Erwartet das nicht, die Grafik wird wahrscheinlich genauso sein, wie sie ist und das ist auch nicht das Argument des Spiels, sondern das Gameplay ist extrem stark, schon immer. Es kommt dann mit noch besseren Servern und glaub mir, geht einmal den CS rein und hört die Gegner, dann wisst ihr auch, was vernünftiger Sound ist. Das gibt es in Warzone ja soweit nicht. Und aktuell ist der Stand so, dass das Update quasi jeden Tag droppen kann. Das heißt, viele Leute sind gespannt, Social Media geht hoch und runter in dieser Bubble und es ist quasi gerade extrem im Hype und alle Leute warten eigentlich nur darauf, auf diesen einen Tag, wenn Source 2 endlich droppt. Das heißt, für euch ist auch jetzt der perfekte Moment, wenn ihr vielleicht noch alte Accounts habt, irgendwann mal so Ranked dort gezockt habt und jetzt die Möglichkeit habt, einfach nochmal reinzugehen. Macht es jetzt, holt eure alten Mates und ballert mal eine Runde wieder CS. Kann auch aus eigener Erfahrung erzählen, dass es echt wirklich Bock macht. Und es ist auf jeden Fall vor allem für PC-Spieler jetzt endlich mal wieder ein Shooter, wo es auf Aim, auf Positioning und auf Taktik ankommt und nicht auf Aim Assist und irgendwie wer schießt zuerst. Und es gibt vor allem keine Feuershotgun in Counter-Strike. Und für alle, die das jetzt so gar nicht abholen, weil Taktik, FPS-Spiele gar nichts für einen sind, sowas wie auch Valorant das ist oder halt auch eben Counter-Strike. Und hier habe ich jetzt noch was ganz anderes und zwar weg vom ganzen Shooter-Genre und hin zu, ja, lass uns uns MMO nennen, weil Diablo 4 hat gerade die aktuelle Beta am Laufen. Bei Diablo ist es so, das ist eigentlich genau wie bei Counter-Strike. Das Spiel ist schon seit über 10 Jahren draußen, also Diablo 3 wurde irgendwann vor, keine Ahnung, 11 Jahren, glaube ich, veröffentlicht und ist immer noch eines der top gespielten Spiele in dem Bereich. Das heißt, bis heute ist das eigentlich ein lebendes Spiel und jetzt bekommt es auch endlich einen neuen Teil. Dieser neue Teil wird zwar erst Anfang Juni released, aber das kommende Wochenende könnt ihr jetzt in der öffentlichen Beta das Ganze kostenlos einmal testen. Also da müsst ihr nicht mehr was für bezahlen. Letztes Wochenende war schon die Closed Beta, die ich einmal angespielt habe und ich kann sagen, es macht auf jeden Fall richtig Bock. Wer das Ganze noch so als kompletten Hack-and-Slay-Simulator im Kopf hat, der ist wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt da drin. Es gibt jetzt aber im vierten Teil deutlich mehr MMO-Elemente, die man sich wirklich mal anschauen kann, wenn man das Genre mag.
Nehmt euch also gerne mal Zeit, ladet es runter, schaut euch das Game an. Ihr könnt dann alle Klassen, die es dort auch geben, wir testen, könnt es einfach zocken und bis Level, ich glaube, 20 oder 25 spielen. Und ihr merkt damit, dass jetzt wirklich dieses Jahr in 2023 Updates für Games kommen, die ja über ein Jahrzehnt quasi kein großes Update bekommen haben. Damit meine ich nicht, dass es irgendwie keinen Content in diesen Spielen gab, weil die haben ja super performt und wie gesagt, CSGO hat der erst den All-Time-Peak. Aber wenn diese Spiele dann neue Teile rausbringen, dann geht das wirklich schon in Richtung von ein neues GTA. Also vielleicht ist der Gaming-Markt aktuell noch tot, wenn man so will, aber 2023 hat wirklich extrem viel zu bieten für Gamer. Und es gibt natürlich auch jetzt schon weitere Hoffnungen am Himmel, gerade auch was Shooter angeht. Denn Spiele wie The Finals von den Battlefield-Entwicklern haben ja auch wirklich für Aufsehen gesorgt und haben auch in der aktuellen Beta, glaube ich, was das war, viele Spiele angelockt und gezeigt, was die Battlefield-Entwickler eigentlich können. Es geht dann ja auch gleich weiter, weil auch Dr. Disrespect ein neues Game rausbringt, das ja gerade getestet wurde, selbst von Profispielern. Das heißt, selbst in diesem Genre gibt es wirklich noch viel zu holen. Und wer dann auch ein bisschen weiter wieder gehen will und auch vielleicht die MMO-Richtung mag oder auch die Survival-Richtung, der wird sich wahrscheinlich darüber freuen, dass auch Shroud, einer der bekanntesten CS-Gamer und wahrscheinlich auch, ich meine, selbst seit PUBG kennt ihn wahrscheinlich dann auch jeder, ein neues Game rausbringen wird. Und zwar, er arbeitet mit einem weiteren Streamer und einem Game-Studio zusammen und bringt ein Open-Survival-Game raus. Ich weiß noch keine genauen Informationen, aber es ist halt immer geil, wenn man sowas hört, wenn wirklich die Spieler und Streamer quasi direkt mitarbeiten. Und ich hoffe, da kommt natürlich auch einiges zusammen. Allerdings weiß man bei diesen Spielen auch gar nicht, ob 2023 jetzt genau der Release ist, ob es vielleicht eine Beta geben wird. Das ist manchmal noch ein bisschen unbekannt. Aber die beiden, die ich genannt habe, also Counter-Strike und Diablo 4, die könnt ihr euch jetzt anschauen. Die kommen auch raus dieses Jahr und ihr könnt da wirklich nochmal Alternativen für Warzone finden. Kurzfristig, mittelfristig, langfristig, je nachdem, wie Warzone noch performt und wie der Ranglistenmodus in Warzone werden wird. Schreibt mir aber sehr, sehr gerne mal eure Alternativen unten in die Kommentare. Denn mich würde interessieren, was zockt ihr eigentlich jetzt in der Zwischenzeit? Ich meine, das sind meine Vorschläge für euch und vielleicht könnt ihr was mitnehmen, aber ich hätte auch Bock, was von euch kennenzulernen, was ihr geradezu zockt, um vielleicht auch bei mir nochmal einen langweiligen Abend ohne Warzone wegzubekommen. Also abonniert auch gerne den Kanal für weitere Videos in diese Richtung. Ich denke gerade, je nachdem wie Warzone performt, gibt es dazu noch Content oder halt auch zu anderen Games, die ich zocke. Also werdet gerne Teil und verpasst auch in Zukunft nichts. Und wenn ihr mal live dabei sein wollt, dann schaut auch gerne in die Videobeschreibung unten, denn dort gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal und da gibt es jetzt auch weiteren Content für alles das, was ich irgendwie so zocke. Vielen Dank fürs Schauen des Videos. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und haut rein.